Hallöchen und willkommen zum nächsten Let's Play. Wir haben letzte Woche genau hier aufgehört und machen genau hier weiter. Nämlich mit unserem kleinen MB-Truck hier. Also werden wir das Feld walzen. Das, ja, theoretisch stehen zwei Felder an, die 7 und die 23. Wir nehmen mal die 7. Die 23 hatten wir jetzt ja letzte Woche gesät. Da holen wir uns mal ein bisschen Vielfalt rein und fahren mal woanders hin. So, Karte an, Gang ist drin, ab geht's. Mir fällt gerade noch ein, genau. Das vergesse ich jedes Mal. Und los. Ah, der MB-Truck ist einfach ein traumhafter Traktor. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich vermisse extrem einen schönen großen MB-Truck, also so ein 1600 vielleicht. Das ist ja eh so mein Favorit. Ach ja, der nochmal in richtig, richtig schön, das wäre was. Naja. Machen wir mal los zum Feld. Hier ist erstmal noch 30. 2 km mehr, das klappt schon. Und hier ist scheinbar Ortsausgang, da geht man Gas. Wobei viel mehr ist nicht drin. Naja, kleiner MB, kleiner Tracky. Und ja, Walzen ist natürlich jetzt nicht das Spannendste, gehört aber dazu. Machen wir im Grunde nur, wenn, ja, also was heißt, wenn uns langweilig ist, aber die Zeit ist da. Es dauert ja nicht allzu lange, da dachte ich mir, das machen wir jetzt einfach mal. Und so sieht's aus, hier hat jemand das Tor offen gelassen. Und ich denke mal, jetzt haben wir schon September, die Saat ist jetzt ja auch schon ausgebracht. Da werden wir demnächst mal vorspulen und verkaufen. Was auch immer bei rumkommt, das werdet ihr erfahren, die nächsten Folgen. Wir sind aber jetzt erstmal hier am Feld. Und fahren mal schön vorsichtig drauf. So. Klapp mal auf. Das Maschinchen. GPS brauchen wir auf jeden Fall wieder. Fahren wir gleich die erste Bahn hoch, würde ich sagen, oder? Ja. So, 8,20 m ist das Ding, okay. Lass mal ein bisschen Luft. Vorgewende braucht man nicht, oder? Das hat das letzte Mal nicht geklappt, aber wir versuchen es nochmal. Mit 8 Metern. Und dann, das geht so ein bisschen nach links da hinten. Da müssen wir jetzt mal. Nicht ideal. Vielleicht fahre ich erstmal. Ja, ich. Oder? Vielleicht fahre ich erstmal die Linien. Jetzt. Das war jetzt, glaube ich, nicht ganz so ideal, muss ich mal so sagen. Jetzt bleibt halt links ein bisschen übrig. Aber na gut, es kann sein, dass am Ende, ich weiß nicht, wie weit das Feld nach links geht. Aber es kann sein, dass am Ende sowieso was übrig geblieben wäre. Ich meine, jetzt ist ja schon ein guter Meter übrig. Ja, gut, halb so wild. Hätte ich eh noch mal lang fahren müssen. Also passt. So, jetzt fahren wir sogar schön nach Geländewinkel. Sieht richtig gut aus. Ja, das, dafür ist der MB-Truck doch gemacht, oder? Verhältnismäßig leicht. Top-Sicht. Und optisch der Burner, das Ding. Und auch eine schöne Walze, muss ich sagen, eine schöne Größe. Und dann machen wir mal die Steine hier klein. So, und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert mit dem GPS, dass der automatisch anhält. Bei der Saat war das, glaube ich, letzte Woche hat das nicht funktioniert. Geht doch.
Fahren wir jetzt mal links rum und machen das fertig. Hat er sogar perfekt gereicht eigentlich. Also perfekt eine Bahn übrig gelassen hier hinten. Und da fahren wir die jetzt einfach vor. Werden jetzt natürlich so die Hälfte des Feldes überlappen wir jetzt natürlich, aber was soll's. Dafür haben wir dann perfekte Bahnen in Zukunft. So, jetzt ist ja wieder extremer Schatten. Aber sieht gut aus. Joa, müssen mal gucken. Es sind jetzt wieder große Steine hier, die nicht weggewalzt werden. Ob wir die noch einsammeln? Ich glaube fast nicht. Gibt Schlimmeres. Bei der nächsten Ernte grubbern wir die wieder unter. Und die Maschinen merken es ja eh nicht im Spiel, dass hier ein bisschen Steinchen im Weg liegen. Ganz schön viel große Steine, muss ich mal so sagen. Also das ist ja auch eigenartig. Naja. So, sind wir jetzt am Ende. Und ja, kann man eigentlich schon hochfahren, genau. Vorgewende gibt es zum Schluss. Jetzt sehe ich gar nicht, wo die erste Bahn hier ist. Oh. Nochmal zurück. So. Gut. Ich glaube, Walzen ist jetzt nicht das Spannendste. Deswegen würde ich sagen, können wir eigentlich jetzt schon in ein paar schöne Szenen übergehen. Auch nicht zu viele. Und dann wird es heute ein bisschen eine kürzere Folge. Aber erstmal gibt's schöne Szenen. Und wir sehen uns gleich. Wir sind wieder da, auf der vorletzten Bahn. Ich habe also rechts auch schon, ja, Vorgewende ist es nicht gewesen, aber ich habe rechts auch schon die Bahn gemacht. Das heißt, wir fahren jetzt mittendrin die Bahn zurück. GPS macht es möglich. Und dann sind wir durch. Und ihr seht aber, dass relativ viele Steine rumliegen. Also gibt es doch relativ viele große Steine. Naja. Oh je, das war knapp. Oder hat's gereicht? Ja, oder? Ja. Die Walze fährt so langsam runter. Da, ich bin schon dreimal hängen geblieben, weil ich was vergessen habe. Naja. Und es ist, das habe ich glaube ich auch letzte Folge schon erzählt, es ist wieder so eine Textur, wo man kaum Unterschied sieht zwischen schon gemacht und nicht. Also GPS ist echt Gold wert. Sonst würde ich... Boah, würde ich Kopfschmerzen kriegen, wenn ich so konzentriert gucken muss, wo ich schon lang gefahren bin. Am schlimmsten ist ja eigentlich, wenn schon ein bisschen was gewachsen ist und wir spritzen. Da wüsste ich gar nicht, wie das ohne GPS mal geklappt hat. Ja. So, und dann haben wir das Feld also auch gewalzt. Das andere Feld kann der Matze walzen, damit er auch mal im MB-Truck ein bisschen rumcruisen kann. Und dann steht der Winter eigentlich bevor. Müssen wir mal gucken, ob ich den Verkauf am Getreide aufnehme oder ob wir in der nächsten Folge im frühen nächsten Jahr, also jetzt Spielzeit gesehen, ob ich da eine kleine Zusammenfassung einfach gebe. Weil ich glaube, Verkaufen ist jetzt auch nicht das Spannendste auf der Welt.
Mal gucken, mal gucken. Jetzt sind wir erstmal hier fertig. Fahren das Ding hoch. Klappen es ein. Und zack. Begeben uns auf dem Nachhauseweg. Da wird das wirklich eine schön überschaubare Folge. Oh, was ist mit dem Spiegel los? Okay. Also, dass der immer mal schwarz wurde, das habe ich noch nicht gelöst, war mir aber bekannt. Aber dass der so weiß wurde? Okay, okay, okay. Naja. So, freie Bahn, volle Fahrt. Wieso fährt denn jetzt nur noch 40? Boah, Leute, also an dieser Stelle hier, ne? Da habe ich schon mit dem Case, oder war das der Massey? Das war der Case, habe ich auch schon mal die Viecher mitgenommen. Meine Herren. Muss vorher mal hupen. Das ist wie der Typ im Dorf, der immer an derselben Stelle rauskommt. Also irgendwie gibt es hier Triggerzonen, die das scheinbar verursachen. Bin ich eigentlich kein Freund von, weil es halt so voraussehbar? Vorhersehbar. Weil es dann so vorhersehbar ist. So. Jetzt mal kurz am Tee nuckeln. So. Hat keiner gesehen, dass ich die Hand nicht am Steuer hatte. So, 30. Na, wir wollen nicht geblitzt werden. Unseren Tieren geht's gut. Eine schöne Karte, muss ich sagen, oder? Finde ich echt schick. Schön dekoriert. Ist halt mal was ganz anderes, dadurch, dass es so ein bisschen runtergekommen alles ist. Also was heißt runtergekommen? Aber ist halt nicht alles picobello neu. Finde das schon ganz nett. So, eigentlich müssen wir es nicht sauber machen, denke ich. Der Matze fährt ja gleich weiter. Da stellen wir den nämlich auch wieder direkt dorthin. Oder vielleicht... Komm, wir nutzen mal das Ding hier. Das habe ich bei Matze letztens gesehen, den Kompressor. Den probieren wir mal. Ich glaube, am Ende macht er auch bloß sauber. Aber nicht mit Wasser, sondern schon mit Luft. Machen wir mal hier die Walzen schön sauber, ne? So ein bisschen die... Ja, wie nennt man das? Die Spalt. Die Spalte, die Spaltmaße. Pusten wir mal schön den Dreck raus. Auch von der Hydraulik mal ein bisschen den Staub runterpusten. Ist klar, ne, ist klar. So. Schön, 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 schön. Hier noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Ja, tipptopp. Und vielleicht hier nochmal die Stufen. So ein bisschen hier Motor freimachen. Ist klar, ist klar, ist klar. Mach mal, mach mal. So. Stöpseln wir das Ding wieder an. Wo wende ich denn jetzt? Klappt das hier? Joa. Der MB-Truck. Ein wendiges Ding. So. Und dann stellen wir das Teil hier hin. Damit der Matze dann Feld 23, was glaube ich noch machen kann. Motor aus. Und raus. Schön, schön, schön. 7 ist fertig. Gucken wir mal, Wachstum. Jo. Gerste haben wir auf der 23. Ich würde sagen, was haben wir denn auf der 7? Weizen, oder? Kann das sein? Ja, Weizen. Gerste auf der 23. Beides also schön gesät. Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche, oder? Macht's gut. Ciao.